Hallo und willkommen zurück zu einer Folge Die Sims 3. Wir wollen heute den Geburtstag von der Aura feiern. Wollen wir? Wollen wir. So. Dafür würde ich sagen, begeben wir uns mal nach unten. Und ja, räumen hier mal ein bisschen um, ne? Esstisch. Ich würde gerne. Nein. 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 Den haben wollen. Ich will aber auch mal ein bisschen Licht. Und jetzt würde ich gerne die Farben übernehmen wollen. Erstmal das hier weg. Ich überlege gerade so, ob ich vielleicht nur die Dings, die Farbe wirklich übernehme. Oh, mach mal so. So, jetzt noch Tische. Tische. Ist klar, ne? So, den ändern wir auch erst die Farbe, bevor wir den duplizieren. Das war natürlich falsch. Wir müssen erst hier draufklicken. So. Und jetzt noch das Sitzkissen. Das würde ich gerne, dass die gleiche Farbe hat. Und hier würde ich gerne das dunkler haben. So, gefällt mir das. Jetzt duplizieren wir das. Sieht doch ganz gut aus. Und Kuchen stellen wir auch nicht hin, weil die Party wird ja erst stattfinden, wenn Arbeitsschluss ist und so. Lassen wir mal dann. Jo, jetzt können wir eigentlich schon mal auf sie klicken. Party veranstalten. Perfekt. Es läuft. Ach so, Musik fehlt noch. Da müssen wir da drauf und dann nehmen wir mal das Preiswerteste, was wir so finden. Auf geht's. Warum ist denn überhaupt das Licht an? Aha, die sind aus. Ach, das ist der Sonnenaufgang. Okay. So, sie ist wach. Jo, alle einladen, würde ich mal so sagen, ne? Geburtstag, 19 Uhr. Und ungezwungen. Auf geht's. Die Wugasi. Ich muss bei sauber gehen. Was will sie denn machen? Schneemann bauen. Sie braucht noch Hygiene und Essen. Würde ich sagen, fangen wir an mit Duschen. Reste essen. Dann kann sie das säubern und danach darf sie Schneemann bauen. Zufällig. Sie ist jetzt auch wach. Ihr hat Hunger und muss aber jetzt jeden Moment zur Arbeit. Du kannst mal. Okay, Treppe nehmen. Wegen mir. Mach halt. Es wird jetzt nichts gekauft. Wunderbare Party veranstalten können wir einmal vergessen. So, alles hier geregelt. Es läuft. Wir fahren ganz schön lange bis zur Arbeit. Früher war das viel schneller. Vorhin haben wir ganz schön lange Winter, ne? In 12 Tagen ist Frühling. So, du kannst jetzt erstmal was frühstücken. Müsli. Und danach das verbessern.
Und da gucken wir mal in der Zwischenzeit hier rein. Bevor du den Schneemann brauchst, kannst du noch dein schmutziges Geschirr wegräumen. So. Dann Schneemann bauen. Zufällig. Wann muss sie denn in der Schule sein? Um 9? Ach, Schneetag, immer noch. Ach so, da muss ich heute gar nicht in die Schule. Na, das ist natürlich praktisch. Sie ist schon fertig mit Essen. Und sie ist auch schon fertig mit Auto reparieren, oder wie? Okay. Würde ich sagen, können wir uns jetzt hier dran machen, ne? Hat sie jetzt das Auto wieder als besten Freund mit drin stehen, oder wie? Nee. Oder hat sie irgendwelche Bedürfnisse? Naja. Nichts Schlimmes, sagen wir es mal so. Stopp. Auf geht's. Vogelperspektive. So, perfekt. Ich würde sagen, da können wir jetzt auch schon wieder nach Hause fahren. Haben wir uns jetzt wieder aufgehangen? Jetzt, das ist schon der zweite Versuch. Jetzt eben hat sich's aufgehangen. Ah ja. Von der Frau, die wir vorhin ins Krankenhaus gebracht haben, ja. Cool. So. Sie hat einen Schneemann gebaut. Ein Schneemann reicht. Okay. Was ist das? Wie kommt der jetzt hierher? Okay. Ich frag mich, wo der herkommt. Habe ich Play gedrückt? Nee, da kann auch hier nicht sehr viel passieren. Na komm, dann mach den dann halt noch fertig. Okay. Die macht malen, das was sie eigentlich auch wollte. Ja, oh, können wir dann eigentlich auch machen. Jetzt kannst du eigentlich aber trotzdem erstmal runter und das Ding hier verbessern, ne? Es ist alles verbessert. Haben wir nicht noch Schrott rumliegen? Ich habe hier noch Schrott. Okay. Wie lange müssen wir denn noch arbeiten? Willst du nicht mal irgendwas Sportliches machen?
Oder so in der Art. Oder ein Iglo bauen? Komm, du willst doch ein Iglo bauen. Fünf Schneemänner bauen. Oh, geil. Warum darf ich mir den nicht angucken? Ach so, weil die Wand hier im Weg ist. Das ist ganz logisch. Okay. Gruseliger Schneemann. Na, dann bau du halt so viele Schneemänner. Was macht man dafür mal weg? Wir haben nicht mal einen Ball. Dann kauft man jetzt einen Ball. Spielzeugs ist das doch, ne? Ball. Ball. Können wir nicht irgendjemand... Wo baut sie denn das Iglo hin? Können wir nicht irgendwie jemanden bitten, mitzumachen? Ich glaube, ich habe die gar nicht getroffen. Komm, hier sind auch noch mehr Leute. So, viel, wenn man mehr Sinn schafft, geht das viel schneller mit den Iglo bauen. So, fertig. Heim dürfen wir immer noch nicht, aber wir können noch mal auf Toilette. Da war gerade noch rote Spur. Da, schon wieder. Okay, ihr macht das schon, ne? Gleich haben wir Feierabend, gleich haben wir Feierabend. Komm, du kannst dir mal die Hände waschen oder so. Da kriegst du ein bisschen Hygiene. Du bist hier oben, bist dieses Dings, ne? Die Gäste sind schon zu Hause. Nee, doch nicht. Er hat noch so ein Ding gebaut. So, wir können jetzt aber mal den Geburtstagskuchen kaufen. Hier. Ich sehe den Kuchen nicht mehr. Passt schon. Ob wir noch den Balken voll kriegen? Aber warte mal, sie muss doch einmal bis 18 Uhr. Ach so, ich habe gedacht nur bis 17 Uhr. Dann kriegt man den Balken noch voll. Problem gelöst. Aber bis das Bild fertig ist, das wird man nicht mehr schaffen. Aber wir haben wenigstens das hier gekriegt. Los jetzt. Du darfst jetzt nach Hause. Sieh mal da. Da ist Besuch. Begrüßen. Ja, gestern haben wir nicht. So. Naja. Freundlich plaudern. Tula Vuma Sab. No
see you dig. A sly a subu. Nabu-pazaba. Chibana-bazoon. Über die Kälte reden. Machawa. Labu-a-yi-guba. Wib-nabi-chogo. Rangehen. Bruni-bogo. Kuvi. Nabushu. Ganz bestimmt nicht. Jo. Ich würde aber sagen, geh erstmal rein hier. Die Kerzen blasen wir jetzt erst in der nächsten Folge aus. Dann was machen wir noch? Den Ball mit ins Inventar. So. Also, ich würde sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.